Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem dritten Halbfinalspiel zwischen den Harzer Falken und dem Adendorfer EC. Endstand 2:3 für den Adendorfer EC und damit Glückwunsch zum Einzug ins Finale. Und somit, Troy, bitte ich erstmal zu meiner rechten Trainer des Adendorfer EC, Troy Stevens, und zu meiner linken Josef Puttac. Troy, erstmal dein Statement zum heutigen Sieg gegen die Harzer Falken und damit der Einzug ins Playoff-Finale gegen den ECW Sande. Ja, zuerst guten Abend zusammen. Ja, was soll ich sagen? Wir haben gewonnen, Gott sei Dank. Wir haben gut gespielt heute. In meiner Meinung, wir haben ein bisschen Puck-Luck gehabt. Weil Harz hat viel Druck auf uns gemacht und ja, leider in der zweiten Drittel haben wir wieder ein paar Penalties gemacht. Das normalerweise sollte nicht passieren, aber ja, so ist es in Eishockey. So, meine Meinung, Sonntag, Harz hat ein bisschen Puckluck und ja, wir haben gesagt, dass wir sind auf Augenhöhe mit der besten Mannschaft. Wie Harz und ja, ich bin sehr glücklich. So, hoffentlich am Sonntag geht es in unsere Richtung schon wieder und schauen wir. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Also ich persönlich drücke euch natürlich gegen den ECW Sande die Daumen. Das ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Hm? Josef, dein Statement zum Spiel? Also erstmal gratuliere ich natürlich Treu und seine Mannschaft zum Sieg und Einzug ins Finale. Ja, zum Spiel muss ich sagen, ich suche schwierig die Worte, weil in meinen Augen waren wir die bessere Mannschaft und haben wir immer Druck aufgebaut. Leider haben wir uns nicht belohnt nach diese Torchancen, was wir hatten, mehr Tore zu schießen, aber so ist manchmal das Leben. Und jeder weiß das, egal ob das in Beruf ist oder im Sport. Ja, wie gesagt, also schwierig, etwas zu sagen. Die Jungs sitzen da unten in der Kabine, sind natürlich enttäuscht. Ich denke, wie wir alle. Trotzdem denke ich, dass wir eine gute Saison gespielt haben. Und ja, von solchen Spielen müssen wir einfach nur lernen. Und nächstes Jahr müssen wir es besser machen. Vielen Dank, Josef. Josef, hat in deinen Augen heute das Team gewonnen, das mehr Glück hatte? Ja, viele Leute sagen immer Glück, Glück, Glück. Ich denke nicht, der besser vorbereitet ist, der gewinnt. Und Glück muss man immer irgendwie reizen. Und wenn du es nicht probierst, wir haben es zwar heute probiert, aber ja, vielleicht waren wir im Abschluss ein bisschen... Ja, hatten wir zu gebundene Hände oder halt im Kopf war es ein bisschen anders, weil wir unbedingt wollten mehr Tore schießen und dann kommt es halt nicht. Also diese Lockerheit im Abschluss hat uns heute gefällt. Dankeschön. Für euch geht es jetzt ja gegen den ECW Sande im Playoff-Finale. Ihr startet auf jeden Fall in Sande, zweites Spiel bei euch, drittes Spiel auf jeden Fall wieder in Sande. Wir drücken euch dann natürlich, also ich persönlich drücke euch dann natürlich wirklich die Daumen. Wir alle. Was wird speziell benötigt, um den ECW Sande noch zu schlagen? Gibt es da eine Erfolgsformel oder sagt man, wenn man jetzt Braunlage geschlagen hat, dann schafft man auch den ECW Sande? Ja. Wir brauchen viel Glück, ganz ehrlich. Es ist schwer zu spielen da in dieser kleinen Eishalle. Aber wir haben dort gewonnen und ich glaube, wir können es wieder machen. So, wir geben unser Bestes und schauen wir, was passiert. Dankeschön. Bevor wir zum Ende der Pressekonferenz kommen, gibt es erstmal Fragen hier aus der Runde. Oh, ja, hier gehen am Meere Hände hoch. Kalle, ich bin erstmal bei dir. Okay, Lehrer hat das 2-0 ein bisschen verkackt, sage ich jetzt mal. Aber wie geht's ihm denn? Also, er hat ein gutes Spiel gemacht. Hast du ihn ein bisschen mit aufgebaut, weil das Spiel danach, nach dem 2-0, war relativ gut von ihm? Ich
Ich wiederhole es einmal ganz kurz, weil ich nicht weiß, ob es auf der Kamera zu hören ist. Leon, deiner Meinung nach hat beim zweiten Gegentor nicht gut ausgesehen. Wie geht's ihm? Weil sonst das Spiel war wirklich klasse von Leon, muss man wirklich sagen. Also er hat alles reingeschmissen, war immer in den richtigen Momenten da. Wie geht's denn Leon jetzt mit dem Spiel, nach dem Spiel? Ja, so Leon geht es gut. Ich muss sagen, ich bin noch nicht dazu gekommen, mit ihm zu reden, weil ich musste hierher. Vor dem Spiel habe ich zu Leon gesagt, dass ich ihm vertraue und er hat es wirklich gut gemacht. Natürlich unglückliches Tor, aber ich denke, dass er seine Sache gut gemacht hat und das ist für mich das Wichtigste. Und ich denke, und die Jungs haben ihn das ganze Spiel unterstützt und also das war einfach gut für Leon, gute Erfahrung und ja. Dankeschön, vielen Dank. Yannick, bitte. Taylor ist ja leider verletzt. Weiß man da schon genau die Diagnose oder dauert das noch alles an? Oder weiß man da schon genau, was man da dann wieder einsteigen kann? Ganz kurz einmal für die Kamera nochmal. Taylor hat sich ja im Spiel in Adendorf verletzt. Gibt es da schon eine Diagnose? Wie gut geht es Taylor? Wie schlecht geht es Taylor? Kannst du dazu uns was sagen? Ja, wie ihr alle gesehen habt, ist er noch nicht spielbereit. Jetzt hat er ziemlich lange Sommerpause und da muss er sich auskurieren. Was genau er hat, wir warten auf die Ergebnisse von MRT und dann wissen wir auch mehr. Dankeschön. Gibt es hier weitere Fragen aus der Runde? Ja, eine Frage habe ich nicht, aber ich glaube, ich spreche im Namen von allen. Erstmal Glückwunsch, Troy, an Arndorf. Und danke an Josef für diese tolle Saison. Ihr habt uns viele glückliche Momente beschert. Das war echt eine ganz tolle Geschichte. Und weiter so und danke nochmal. Dankeschön. Dankeschön. Weitere Fragen? Ralf, ja? Erstmal Glückwunsch an Arndorf. Wir hoffen, Arndorf ist ein Meister, weil gegen den Meister zu verlieren, ist immer noch was anderes. Ich wiederhole es einmal nur ganz kurz. Ja? Du hast eine Mannschaft gehabt, die in der hervorragenden Saison gespielt hat. Ich muss sagen, ich habe sehr viel Spaß im Alltag gehabt. Egal, ob der Torwart da einen Schnitzer hat oder nicht. Der hat super gehalten nachher, spätestens am dritten Drittel. So eine super Leistung. Und Arndorf hat verdient gewonnen. Wir haben ihre Chance effektiv genutzt. Unser Problem war, wie du es sagst, dass wir eben nicht effektiv die Chance genutzt haben. Und der Frank und ich, also der Frank Berlini und ich, wir haben gesagt, wir möchten das nicht als Trostpreis wissen, aber wir würden gerne das erste Bier für die Mannschaft reinhaben. Vielen, vielen Dank. Ich wiederhole das noch einmal ganz kurz. Ralf hat sich gerade mit Frank zusammengetan und möchte der Mannschaft noch eine Kiste Bier spenden. Darauf nochmal einen großen Applaus für den großen Kampf hier heute. Und er gratuliert natürlich dem Adendorfer EC zum Einzug ins Finale. Ganz kurz, ich gebe gerne an Josef ab. Ja. Also nach der Niederlage kriegen die Jungs natürlich nur Wasser und ich das Bier. Kriege ich denn auch noch ein Bier davon? Vielleicht. Okay. Ja, okay, dann sehen wir mal zu, dass wir hier fertig werden. Gibt es weitere Fragen hier aus der Runde? Ja, Uwe? Wird es Saisonabschlussfeier geben? Uwes Frage, wird es eine Saisonabschlussfeier geben? Da würde ich einfach mal ganz kurz zu Klaus rüber schauen. Ich habe keine Ahnung, ich dachte nicht, dass die Saison schon vorbei ist. Ich bin überfragt, wir machen, aber irgendwas machen wir. Also wir werden auf jeden Fall zu einer Saisonabschlussfeier in den nächsten Tagen auf unseren Social-Media-Kanälen und auf unserer Homepage Details auf jeden Fall verkünden. Gibt es weitere Fragen hier aus der Runde? Gibt es schon Verlängerung? Noch weitere? Yannick nochmal bitte. Also Mario D'Antuno hat auch nicht sein Saisondebüt. Am Anfang des Jahres war er einmal schon auf der Bank dabei, auf jeden Fall, ja. Weiß man schon, ob er weitermachen will? Oder? Die Frage war, ob Mario D'Antuno in der nächsten Saison nochmal für die Harzer Falken auflaufen wird. Ich schaue einfach nochmal ganz kurz Richtung Klaus. Ich frage ihn gleich mal. Er fragt die gleich mal, aber ich glaube, das ist, glaube ich, eine Antwort wert. Nochmal einen großen Applaus hier.
Sehr gut. Weitere Fragen hier aus der Runde? Ist jetzt nicht der Fall, dann bleibt mir vielleicht nochmal Danke zu sagen. Danke an euch Fans, dass ihr uns, die Harzer Falken, in dieser Saison wirklich hervorragend unterstützt habt. Und vielen, vielen Dank an alle ehrenamtlichen Helfer, die wirklich diese Spiele, die wir hier zu Hause haben, bewältigen. Ohne unsere ehrenamtlichen Helfer wäre das Eishockey in Braunlage nicht so möglich, wie es auch möglich ist. Und ich bleibe mir einfach nur Danke zu sagen. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid und danke, dass ihr uns unterstützt. Gut, dann kommen wir nur zum Ende der Pressekonferenz. Das Team hat heute einen doppelten Schocker wieder vorbereitet. Also ich hätte vielleicht einen dreifachen gebraucht. Bei dir weiß ich, du möchtest nicht, aber du hast ja Claudi mitgebracht. Deine Betreuerin, die sich wieder opfern wird. Immer gerne. Ungern, oder? Du kommst ja auch nur wegen dem Schürker nach Braunlage, oder? Und wegen dir. Und wegen mir, oh, danke schön. Darf ich was dazu sagen? Ja, sehr gerne. Immer wenn du da bist, dann verlieren wir. Nächstes Mal, nächstes Mal kommt wieder Finn. Ja, genau, nächstes Mal. Genau, nächstes Mal. Ich habe ja auch gewonnen und ich war da. Ja, aber hier bei Pressekonferenz, wenn du da bist. Aber stimmt ja nicht. Ja. Weihnachten habt ihr auch gewonnen. Hauptsache, es gibt Schürker. Prost. Danke. Vielen, vielen Dank auch heute an die 1168 Zuschauer heute im Wurmberg-Stadion, die zu einer beeindruckenden Kulisse beigetragen haben. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Herbst wieder, wenn es heißt Eishockeyzeit hier am Wurmberg. Ich wünsche euch eine schöne Sommerpause. Verbringt sie in Ruhe mit euren Liebsten. Und ich sage tschüss, macht's gut. Wir sehen uns hier auf jeden Fall in der nächsten Saison. Bis dann.